Die Affäre um die Fußball-WM 2006 artet so langsam aber sicher in einer Schlammschlacht aus. Es gab eine schwarze Kasse. Ja, mit diesen Worten attackiert der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger seinen Nachfolger Wolfgang Niersbach und sorgt damit für einen weiteren Paukenschlag. Gleich mehr dazu und damit herzlich willkommen zu Brisant, liebe Zuschauer. Es ist ein schwarzer Freitag heute in Frankreich, denn das Land hat den schlimmsten Verkehrsunfall seit 30 Jahren zu verkraften. Am Morgen gegen 7:30 kracht ein Reisebus in einen LKW. Innerhalb von Sekunden breitet sich ein Feuer aus. 43 Menschen haben keine Chance. Sie sterben in einer Flammenhölle. Alles in bester Ordnung mit dem Sommermärchen. Das war gestern noch der Tenor der Pressekonferenz von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Und jetzt sieht alles nach einem Sommerdesaster aus. Denn die Fußball-WM 2006 in Deutschland war vielleicht gekauft. Es soll nämlich doch eine schwarze Kasse existiert haben. Das zumindest behauptet Ex-Präsident Theo Zwanziger im Spiegel. Also ein weiteres Beben im deutschen Fußball. Ja, und langsam weiß man nicht mehr, wem man was und überhaupt noch glauben soll. Also ganz schön was los in der Fußballwelt. Und jetzt schalten wir nach Münster zum ARD-Sportjournalisten Florian Bauer. Gestern, ja, die heftig kritisierte Pressekonferenz von DFB-Chef Niersbach, der von nichts gewusst haben will. Und heute Theo Zwanziger mit der Behauptung, Niersbach würde lügen. Wem soll man denn jetzt bitte einige Beben folgen in der Fußballwelt? Vielen Dank, Florian Bauer, für die Informationen. Dankeschön. Wie viele Menschen in Deutschland haben eigentlich eine Waffe bei sich rumliegen? Das fragt man sich bei unserem nächsten Fall, liebe Zuschauer. Ein Finanzbeamter in Kassel wurde heute Morgen von einem Mann mit einer Waffe bedroht, nachdem er bei ihm geklingelt hatte. Offenbar wegen einer Vollstreckung. Es ist kurz. Einen Tag nach dem blutigen Attentat an einer Schule in Schweden beherrscht Schock und Trauer die Stadt Trollhättan. Und die Ermittler beschäftigt nur eine einzige Frage. Was ging im Kopf des Täters eigentlich vor? Mit dieser Maske samt Helm und bewaffnet mit einem Schwert tötete er einen Lehrer und einen Schüler. Und nachdem ihn die Polizei niedergeschossen hat, ist auch er seinen Verletzungen erlegen. Ja, und jetzt wird offenbar immer klarer, dass das Motiv des 21-jährigen Amoklaufers im Fremdenhass zu suchen ist. Ein merkwürdiger Überfall in einem Dönerladen beschäftigt die Polizei in Freiberg in Sachsen seit gestern, liebe Zuschauer. Am frühen Abend soll ein Mann den Laden gestürmt und den Inhaber des Imbisses mit einer Waffe bedroht haben. Er forderte angeblich die Schließung des Ladens innerhalb von 2 Tagen. Ja, und dann flüchtete er mit seinem Wagen. Dass Alkohol und Autofahren alles andere als eine gute Kombination ist, stellte in der Nacht ein junger Autofahrer sehr, sehr eindrucksvoll unter Beweis. Er sorgte für ordentliches Chaos auf Hamburgs Straßen. Völlig betrunken verlor er nämlich die Kontrolle über seinen VW Golf und verursachte dabei gleich mal eine ganze Reihe von Unfällen. Zum Glück gab es am Ende nur Blechschaden. Schäbig und pervers, unmöglich und schockierend. Das sind die Reaktionen auf ein Schreiben mit sehr eigenartigem Inhalt, das Anwohnern per Brief zugeschickt wurde. Ein Maklerbüro versucht nämlich, die Flüchtlingskrise zu seinen Gunsten zu nutzen, rein geschäftlich, versteht sich. Im Bezirk Wilmersdorf in Berlin sollen die Anwohner so schnell es geht ihre Wohnungen verkaufen, weil die Nähe zu Flüchtlingen einen Wertverlust bedeute. Ja. Der Brief spiele mit vermeintlichen Ängsten von Menschen, heißt es von Politikerseite. Hier werde eindeutig versucht, mit Rassismus Geld zu machen. Und genau dafür lieben ihn seine Fans. Seit gut 30 Jahren steht Eros Ramazzotti auf der Bühne und schmachtet uns seine Songs entgegen. Natürlich Amore, das große Thema in seinen Liedern, aber auch privat. Nach der gescheiterten Ehe mit Michelle Hunziker ist er seit 2014 wieder glücklich verheiratet. Und seine neue Frau hätte ihn übrigens vor der Welt da draußen gerettet. Wie schön. Aber die Welt da draußen ist eben auch verrückt nach seiner Musik. Und diese Liebe konnte man in München jetzt bei seinem Konzert förmlich spüren. Denn Eros weiß auch, was sich gehört. Vielleicht ist er auch ein großer Eros-Fan. Wenn man auf alle Fälle den Schauspieler Andreas Schmidt-Schaller so sieht, dann spürt man irgendwie, es kann einem nichts passieren, denn er ist ein Guter. Seit Jahrzehnten steht er im Fernsehen auf der Seite der Gesetzeshüter, früher als Leutnant Grave im Polizeiruf. Heute ermittelt er als Kommissar Trautschke bei der Soko Leipzig. Und wenn man ihn so anschaut, kann man es eigentlich auch kaum glauben, denn der Schauspieler wird in einigen Tagen 70. Und aus diesem Anlass legt er nicht die Beine hoch, nein. Er bringt mal eben ein Buch raus.
klare Ansage, heißt es. Und die gab es logischerweise auch in der einen oder anderen Serie mit ihm. Und die hat ihn jetzt sogar eingeholt in der Realität. Und nochmal Thema Fußball jetzt, aber positiver Natur. Für viele ist er einfach der beste Fußballer aller Zeiten. Bis heute war kein Weltmeister jünger. Er war nämlich 17, als sein Stern aufging. Ja, und dann ging es Schlag auf Schlag. Dreimal führte Pelé die brasilianische Nationalmannschaft zum Titel. Augenzeugen berichten übrigens von einem Zauberstück, bei dem der junge Brasilianer den Ball durch den Strafraum jongliert, ihn nacheinander über drei Gegenspieler hebt, ehe er ihn dann mit dem Kopf ins Tor boxiert. Ja. Das klingt nach Fußball, so wie ihn viele mögen. Und seine Fans lieben Pelé. Zuletzt gab es immer wieder gesundheitliche Probleme. Doch Pelé hat sich aufgerappelt und für die meisten ist und bleibt er einfach mal der Fußballkönig. Erst recht heute, an seinem 75. Geburtstag. Alles Gute. Möglich wäre es ja. Bei uns werden Sie es auf alle Fälle erfahren, liebe Zuschauer. Und wir sagen Tschüss für heute und geben jetzt ab zu Jörg Pilawa und seinem Quizduell. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie denn mögen. 17.10 Uhr geht's los. Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen.